Hallo, liebe Zuschauer. Heute stehe ich vor einer wirklich nicht leichten Aufgabe oder vor einer schwierigen Entscheidung. Und zwar, es geht um den Film The Woman King. Den Film gibt es in Deutschland nur auf DVD zu einem Preis von ca. 10 Euro. Ob man den jetzt so gebraucht kriegt für den Preis, meistens ein Tucken weniger. Mit Versand wäre ich dann auch wieder bei 10 Euro. Es gibt aber auch eine Blu-ray und eine 4K UHD. Leider nicht in Deutschland, sondern nur in Italien zu bestellen mit einer deutschen Tonspur. Die UHD hat zusätzlich neben dem besseren Bild auch im Englisch eine Atmos-Tonspur. Würde, je nachdem welche Version das ist, dann ungefähr so ab 17 bis 30 Euro kosten. Mich interessiert der Film aber und wäre jetzt auch nicht wirklich abgeneigt, mir den Film für den Preis zu kaufen. Allerdings weiß ich selber nicht, wie gut dieser Film ist. So, jetzt habe ich aber bei Amazon Prime gesehen, dass man dort die Version für 4,98, also knapp für 5 Euro kaufen kann. Das hätte dann den Vorteil, ich habe dann erstmal längere Frist nicht darauf Zugriff, bis ich dann mein Prime-Konto dann irgendwann lösche. Aber ich könnte den Film ja vorher testen. Allerdings sind natürlich 5 Euro für eine Einmalsichtung vielleicht ein bisschen teuer, wenn man es nur als Ausleihen sehen würde. Also, weil oftmals kriegt man solche Angebote ja auch für 99 Cent oder für lau, wenn es irgendwo mit im Streaming-Angebot mit drin ist. Jetzt bin ich tatsächlich ernsthaft überlegen, ob ich mir jetzt dafür 5 Euro die UHD leiste, also die digitale Version, oder ob ich das Risiko eingehe und mir mindestens die Blu-ray bestelle, wo ich dann aber bei knapp, ja, unter 20 Euro wird das nichts werden, bezahlen müsste. Das wäre jetzt ein Unterschied von 15 Euro, das macht den Kohl nicht fett. Mich macht das nicht ärmer und Amazon, also mich macht es nicht ärmer und Amazon macht es nicht reicher. Aber trotzdem ist das halt eine Überlegung wert. Und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, weil die Rezessionen sagen zwar, dass das ein guter Film ist, aber so richtig Informationen darüber habe ich eigentlich nicht. Und das ist natürlich immer noch schöner, man hat eine Scheibe in der Hand. Allerdings ist es natürlich auch so, dass man, ja, wenn der Film nicht besonders gut ist, sich so eine Scheibe dann auch als rausgeschmissenes Geld herausstellen könnte. Also ich bin da so ein bisschen zwiegespalten und ich habe zwar eine Tendenz, aber vielleicht hat einer ja noch, weiß ich, irgendeinen Weg gesehen oder gefunden oder kennt einen Weg, den ich irgendwie total übersehen habe. Ausleihen kann man die ganze Sache auch physisch, nur die DVD. Und würde mich dann gleich das gleiche Geld kosten im Prinzip wie das Kaufen der Scheibe auf, ja, auf Prime. Also von daher, ja, vielleicht sieht das ja jemand und hat vielleicht sogar die Blu-ray und sagt dann, er will die abgeben für einen schmalen Taler. Das wäre dann vielleicht so die optimale Lösung. Ja, gut. Wie seht ihr das? Was würdet ihr machen? Ich bin mir echt unsicher. Ich muss sagen, 5 Euro. Das ist kein Geld an sich, aber bevor man den auf den Button kaufen geht, überlegt man sich dann trotzdem zweimal. Ja, gut. Also, wie gesagt, wenn ihr eine Idee habt oder einen Tipp oder sowas, nehme ich gerne mit. Mehr wollte ich auch gar nicht von euch. Ich wollte euch nicht von der Arbeit oder vom Wochenende abhalten. Ich wollte eigentlich eventuell sogar dann nur, dass ihr mir einen Tipp gibt. Ich bedanke mich und wir sehen uns dann morgen bei meinem 11:11 Video.